Servus und herzlich willkommen auf dem Kanal des Tourismusverbands Ostbayern. Wir stellen dir die schönsten Mountainbike- bzw. Biketouren im Bayerischen Wald vor und starten heute mit dem Landkreis Cham, der sogenannten Einöd-Tour. Und diese Tour ist zwar als Mountainbike-Tour ausgeschrieben, aber sie findet überwiegend auf dem Schotterweg statt. Das heißt, sie ist grundsätzlich auch mit dem Gravelbike oder mit dem Touringbike, wäre sie schon fahrbar. Das für dich vorab zur Info. Wir stellen dir die GPX- bzw. GPS-Dateien unten in der Beschreibung zur Verfügung. Und wir kommen vorbei an wunderbaren Sehenswürdigkeiten wie dem Seepark Arrach. Zudem kehren wir ein bei den sogenannten Einödhöfen. Und an meiner Seite ist der Josef Kosina, einer der Locals, eigentlich im bayerischen Raum und 36 Jahre Mountainbike-Erfahrung an meiner Seite. Und wir nehmen euch mit und wünschen euch schon mal ganz viel Spaß. Starten tut die Tour bei der Touristinfo in Arrach und wir fahren jetzt erstmal in Richtung Hohenwart und dann geht's weiter. Ich mag's nicht noch. Sepp, auf geht's. Darf man doch nebeneinander fahren, wenn kein Auto kommt, oder? Du überholst mich gerade. Dann schaffst du es nicht, weil ich so schnell bin. Ich bin ja schön blamiert, wenn du da so Spirenzchen machst und ich fahre da stumpfsinnig. Ja, aber du kompensierst das ja mit deiner Erfahrung. Mir hat es nicht geworfen für Lambsnovi. Also jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, da war ich noch nicht. Ja, klang eigentlich. Naja, Echo ist fast geschwind gefahren. Okay, was jetzt bergauf geht. Und dann hat es mir einen Röckelprospekt gegeben. Da war dieses Foto, das ich gemacht habe, auf der kompletten Rückseite. Ja. Eine ganze Seite war da mein Foto drauf. Ja, also eigentlich geht mir die alte Zeit schon ab, da wo wir unterwegs waren. Ist schade, gell, dass ihr das alles so ein bisschen verlaufen. Ich bin ja immer noch unterwegs. Geradeaus? Das weiß ich nicht. Ja, da war es reingegangen. Es ist nur peinlich, wenn du aber so ein Zeug machst. Gravelbike so drauf. Ja, wenn sie es kennen. Gibt da gute, oder? Aber so ein E-Gravel darf mir jetzt dann schon mal reizen. Muss mal ausprobieren. Ich hab ja schon. Ich glaube, vom Seppel ist der Akku langsam leicht. Ich schieb noch mal. Nein, Finger weg! Also super, die blaue Unterstützungsstufe. Da hat man locker gelangen. Also die Einöd-Tour ist auch ausgeschrieben, das ist die MTB-Tour Nummer 5. Und immer wieder kommst du an einem Schild vorbei. Und ja, der erste Anstieg geht auf einem relativ steinigen und wurzeligen Forstweg, aber das passt alles wunderbar. Und auf was freust du vom Essen her, Seppel? Weiß ich noch nicht. Was bestellen wir denn? Weiß ich nicht, was es da gibt, ich war da noch nie. Bier magst du keins, gell? Ja, vielleicht. Die werden kein Gescheites haben. So, ich habe die Kette von unserer lieben Kamerafrau schon wieder auflegen müssen, deswegen passt das perfekt zum Händewaschen. Ist das fettlösend? So, dann. Jetzt musst du mal den Turbo schalten, dass wir da noch zum Essen kommen. Ich habe schon so Hunger. Schmeiß die Angel ein. Nehmen wir mit, haben wir hier drin? Weiß ich nicht, ich sehe noch nichts. Auf jeden Fall, der Anstieg war jetzt, also es ist eigentlich ein Forstweg, aber schon ziemlich wurzelig und steinig. Also mit einem normalen Bulldog oder Traktor kommst du eigentlich fast gar nicht mehr durch. Und ist jetzt schon ja, das eine Stickerl da. Allrad brauchst du schon. Das dünne, Allrad. Also mit dem Gravel. Das war ja mit meinem Porsche. Das wollen wir sehen im nächsten Video. Also, ich muss das fast berichtigen. Also, Gravel und Touring ist möglich. Unsere liebe Kamerafrau ist auch mit dem Touringbike unterwegs, mit dem Victoria Fibron. In Holland. Es geht, aber es ist schon mit dem Fully deutlich angenehmer und gemütlicher. Und da habe ich einen Motor schon gehabt. Sage ich, ich fahre runter am See, tue dabei bohren, bis es kommt.
Hey, das ist eine Straße. Servus. Habe ich, Jerry. Also von Eschelseigen starten verschiedene Touren aus, Nummer 4, 5 und 7. Und jetzt nach der Schotter- und Waldwegpassage geht es erst einmal auf Asphalt nochmal bergauf. Das ganz schwarze, das mit dem weißen Helm und so, das ist gut. Also wir sind kurz vor der Ortschaft Eck und da wird es jetzt theoretisch einige Single Trails geben und wir fahren jetzt wie gesagt weiter auf dem Schotterweg, aber bisher echt eine super gemütliche Mountainbike-Tour als solches. Ja, sind ein paar Anlieger drin, die kann man schon mitnehmen und so als Entspannungstour und kulinarisch und mit einem schönen Panorama, wirklich toll. Nein, Springrad ist es nicht. Ah, das schneidet es nicht ein wenig? Nein, warst du nie ein Kind. Hat man es zugehalten? Ein Schnalzkraut. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also für die Preisen ein bayerisches Schnalzkraut. Nein, wie es heißt. Weiß was soll ich? Also auch für die Kinder ist was geboten. Das bayerische Schnalzkraut. Ich weiß nicht, wie es. Wer jetzt an der Stelle in Eck schon einen leeren Akku hätte, im Berggasthof gäbe es Ladestationen für E-Bike-Fahrer. Und wir fahren aber jetzt gleich weiter von Eck aus zu den Einödbauern. Die Fahrer selber können aber auch aufladen. Also, E-Fahrer, wenn du einen leeren Tesla hast. Halt! Herr Sepp, ist das, bist du da hingefallen oder ist das eigentlich ein SRAM Eagle Kettenblatt? Das ist ein Shimano. Shimano. Also das ist das phänomenalste Tattoo, das ich je gesehen habe. Spricht für einen richtigen Biker. Hast du schon gesehen? Kurz vor die Einödhöfe geht es nämlich relativ steil im Gelände bergauf. Und genau, dann sind wir eigentlich auch bald beim Wirtshaus. Das Coole ist, obwohl es ein ganz offizieller Mountainbike-Bikeweg ist, haben wir auch ein bisschen einen Singletrail-Anteil. Also kurz vorher Richtung Einödhöfe geht es noch mit einem coolen, flowigen Singletrail. Ultra-Unterstützung. Also tatsächlich haben wir einen Streckenabschnitt, der relativ anspruchsvoll ist. Das geht da nur ein paar Höhenmeter bergauf, aber das ist eigentlich der einzige Abschnitt, der wirklich richtig hart ist und da wo vielleicht ein Mountainbike absteigen müssen. Alles andere ist eigentlich relativ gut fahrbar und genau, Seppalu, der ist dann vorbei. Schirm. Verrat mal kaum, dass er schippt. Ja, alle haben mittlerweile schon einen riesen Hunger und wir fahren jetzt noch weiter zu den anderen Einödhöfen und kehren da kurz ein. Und also das Bootzeitstübel zum Ödbauern, das liegt direkt auf der Strecke. Wir fahren jetzt eben vom offiziellen GPS-Weg weg, aber nur ein paar hundert Meter. Und wir müssen dann nachher noch weiter in diese Richtung. Das ist der kleine Gipfel. Und daneben, wo es so schräg umgeht, da starten Gleitschirm.
Und wenn es jetzt vom. Oben am Ding entlang kannst du theoretisch auch fahren. Ah, ich habe jetzt einen gescheiten Kohldampf. Hey. Saubere Apfelschorle oder Radler. Servus! So, Sepp, laut Kamera hast du jetzt zu Ausschnitzel. Sepp ist auf die erste. Achso, ist meins. Sepp, was hast du denn bestellt für Zeug? Schnitzel. Schön, dass du dabei bist. Ja. Und als zweiten Gang in den Geschwein. Für das, dass der Akku so leise hast, aber du ganz viel Hunger. Okay. Ja, fahren wir. Achso, der kommt noch mal. Einmal habe ich eins gemacht, da habe ich fast keine Radlfahrer in Action drauf gehabt, sondern nur schöne Landschaftsaufnahmen oder sowas. Ja. Gelegentlich mal mit dem Handy ein wenig. So, ich habe jetzt Arschkarten gezogen. Dynamisch. Aui, mein bekannter Zugang da. Ja, gut, dann fahren wir. Das war der Biergarten, schau hin. Ui, danke, da musst du mal kaufen. Da bist du wirklich zwischen den Apfelbäumen drin gesessen. Brotzeug gemacht. Achso, Brotzeugstuhl. Schön. Schweiners habe ich meistens gegessen. Ja, so ein Hanichelzaun mit den Säulen, den darf man schon. Na, aber das Auto schaut super aus. Die ersten Regenwolken tauchen auf und wir sind mit der Einöd-Tour fertig. Es war wirklich eine schöne Mountainbike-Tour. Das ist jetzt nichts für extreme Mountainbiker, wie du gesehen hast, aber für Mountainbike-Anfänger, für Tourenfahrer, Gravel, aber auch wirklich für Familien, also für sportliche Familien, ist das eine super schöne Tour. Und hier gibt es jetzt dann den Abschluss in Arrach, zum Beispiel beim Seepark oder bei irgendeinem Café. Es gibt hier, es ist wirklich eine schöne Ortschaft und du kannst dann den Abschluss genießen. Wenn du Fragen zur Tour haben solltest, schreib uns gerne einen Kommentar, wir beantworten den gern für dich. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich beim Sepp, dass er mitgefahren ist. Wie hat es dir gefallen? Hervorragend, das Essen war spitze. Also, das war natürlich auch so ein Punkt, kulinarisch und vom Panorama her war es eine super schöne Tour. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Tour im nächsten Landkreis und wünschen dir und euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.